Viele Leute sagen so, ah ja, ich habe keine Zeit, Sachen aufzuschreiben, mich selbst zu beobachten, und du machst dieselben Fehler dein Leben lang wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Es gibt Leute, die bestimmte Sachen ändern wollen in ihrem Leben, und die sind schon seit 8, 9 Jahren, stecken sie in einer Dauerschleife, immer wieder, ein Jojo-Effekt. Sie gehen mal oben, sie gehen nach oben, kommen wieder runter. Sie nehmen ab und dann nehmen sie wieder zu. Sie machen ein bisschen Geld, dann verlieren sie wieder. Sie versuchen, du kommst nicht nach vorne. Du hast keine Zeit, dir keine Zeit zu nehmen. Du kannst es dir nicht erlauben, dir keine Zeit dafür zu nehmen. Zur heutigen Folge von Mach es einfach und mach es einfach. In der heutigen Folge möchte ich darüber reden, wie wichtig es ist, dass wir von unseren Erfolgen lernen. Jeder weiß, dass man aus seinen Fehlern lernen kann, dass es wichtig ist, aus seinen Fehlern zu lernen. Aber wenige Leute reden darüber, wie wichtig es ist, von seinen Erfolgen zu lernen. Von dem zu lernen, was man richtig gemacht hat. Und vor allen Dingen, was es auch für unser Unterbewusstsein tut, wenn wir etwas wiederholen und wiederholen und wiederholen in unserem eigenen Kopf, was aber positiv ist, worauf wir stolz sind, was wir richtig gemacht haben. Die meisten von uns wiederholen und wiederholen und wiederholen die Fehler, all das, was wir falsch gemacht haben, wofür wir uns schämen, wofür wir, ja, undankbar sind. Und das macht sehr viel emotional mit dir. Aber vor allen Dingen als Brainstorm. So, und es gibt eine Sache, ich mache sie jeden Tag, jeden einzelnen Tag. Am Ende des Tages frage ich mich, was waren magische Momente heute? Was waren 3 schöne Momente heute? Einfach um, ja, einen positiven Blick auf meinen Tag zu legen. Denn unsere Fragen lenken unsere Aufmerksamkeit. Und wenn du dir nicht bewusst Fragen stellst, dann passiert das automatisch. Und sehr oft gehen wir am Ende des Tages, ja, du kommst am Ende des Tages an und denkst, oh mein Gott, ja, das und das hätte ich besser machen können, das und das ist nicht so gut gelaufen. Der automatische Modus der meisten Menschen ist negativ. Und wir haben oft das Gefühl, das ist etwas Positives, weil wir sagen so, ja, da muss ich noch besser werden, das muss ich noch verbessern. Und vor allen Dingen am Anfang, wenn du mit etwas startest und du einen perfektionistischen Blick auf die Sache hast, dann achtest du nicht auf all das, was du richtig gemacht hast, sondern immer nur auf das, was du nicht richtig gemacht hast. Nicht das, was du geschafft hast, sondern das, was du nicht geschafft hast. Das sind die meisten Leute. Haben eine To-Do-Liste, haben Aufgaben, haben, und dann du kannst zum Beispiel 10 Termine haben, 6 von diesen Terminen waren super, 4 waren nicht so gut, und dann kommst du und dann sagst, ah, oh Mann, warum bin ich immer, und diese Fragen, dieses warum passiert mir das immer, warum ist das nicht, warum ist das, was kann ich noch, das ist zu einem gewissen Punkt und zu einem gewissen Moment wichtig, da reinzugehen. Weil es ist wichtig, dass du von deinen Fehlern lernst, Sachen, die du nicht richtig gemacht hast und so weiter. Es ist sehr wichtig. Aber ich starte immer mit dem Positiven. Was habe ich richtig gemacht? Was war gut? Was war schön? Was war ein magischer Moment? Und manchmal gibt es Tage, wo ich denke, ach, nix, heute war ein Scheißtag. Und dann gehe ich da rein und ich lasse mir kurz Zeit. Ja, okay, aber heute Morgen habe ich etwas gemacht, was ich normalerweise nie mache. Ich war in der Lage, in diesem einen Gespräch meine Ruhe zu bewahren, wo ich normalerweise immer das persönlich nehme. Ich habe da eine Lösung gefunden. Ich habe eine neue Information gefunden. Ich habe dies, ich habe plötzlich, oh, es war doch nicht so ein Scheißtag. Und dann schreibst du es auf. Und vor allen Dingen ist es eine Sache, wenn du die jeden Tag machst und sie aufschreibst, ist so wichtig, weil am Ende der Woche, so, ich habe ein Journal, jeder, der bei mir im Coaching ist, hat auch ein Journal, wo wir am Ende der Woche nochmal die komplette Woche, das, was wir aufgeschrieben haben, Revue passieren lassen. Am Ende des Monats es Revue passieren lassen. Am Ende des Jahres alle zusammenfassen, durchgehen. Aber sogar morgen gucke ich mir ganz kurz das an, was ich gestern geschrieben habe. Heute gucke ich mir das an, was ich gestern geschrieben habe. Und deswegen wiederhole ich das. Ich wiederhole das. Aber wenn ich mir nur die negativen Sachen aufschreibe, dann wiederhole ich andauernd die Fehler und die negativen Sachen. Und das ist etwas, was wir sowieso machen. Und jetzt achte mal auf das Positive. Der erste Step ist, was war gut, was habe ich richtig gemacht, was habe ich hinbekommen. Wie viele Leute sagen, ich will jetzt anfangen mit einer neuen Diät. Ich werde jetzt 4-mal die Woche trainieren gehen. Und jetzt gehen sie
aber irgendwie haben sie dann einen Tag, haben sie es nicht gemacht. Oder du hast dich an jede Mahlzeit gehalten, aber dann hast du wieder eine nicht. Abends hast du dann nicht das gegessen, was du sagst, ach, siehst du, ich bin wieder gegessen. Warum kommt diese Emotion? Weil wir auf diesen kleinen Punkt achten, der nicht funktioniert hat. Aber wir sehen nicht die neuen Steps, die wir davor gegangen sind, die wir normalerweise nie gehen, die ein Fortschritt sind. Du sagst, ich möchte strukturierter sein, ich möchte organisierter sein, ich möchte gucken, dass ich extrovertierter werde, nach draußen gehe, wenn ich auf Events bin, mit Leuten rede, ich möchte, was auch immer diese Veränderung ist, die du vollziehen willst. Ich möchte disziplinierter, fokussierter sein. Und du schaffst es 3-4 Stunden am Stück und dann kommst du aber wieder raus. Jetzt achtest du auf dieses, ich bin wieder rausgekommen. Du machst etwas, 1-2 Wochen, dann bist du 2 Tage wieder rausgekommen. Jetzt achtest du auf dieses Negative. Moment mal ganz kurz. Was hast du richtig gemacht? Was hast du gut hingekriegt? Was war positiv? Und dann gehst du da rein und guckst es dir an. Und die nächste Frage ist, was kann ich tun? Was kann ich lernen? Was kann ich anpassen? Was kann ich als Routine etablieren, damit das, was da passiert ist, dieses Positive, sich wiederholt? Weil manchmal sind Sachen, wir tun manchmal Sachen, wir sind in einem Flow, wir machen etwas richtig, aber wir beobachten uns gar nicht. Wir analysieren uns gar nicht. Und dann bleibt es eine Ausnahme. Was kann ich tun, damit sich das wiederholt? Was kann ich tun, um es noch zu verbessern? Weil nur weil etwas gut war, heißt es ja nicht, dass ich es nicht verbessern kann. Viele Leute gehen in ein Meeting und wenn sie das Projekt nicht bekommen, dann überlegen sie, okay, was kann ich tun, um es zu verbessern? Aber wenn sie das Projekt bekommen, dann, oh, okay, alles gut. Nein, du kannst es noch verbessern. Was hättest du verbessern können? Wie hättest du es schneller hinkriegen können? Wie hättest du es noch besser hinkriegen? Wie hättest du noch mehr Spaß dabei haben können? Das sind Mini-Brainstorms, aber diese Sachen bringen dich auf Gedanken. Und das Ding ist, das ist eigentlich selbstverständlich, aber die meisten Leute denken nicht auf Papier und die meisten Leute beobachten sich nicht selbst. Manchmal überraschst du dich selbst. Manchmal fällst du aus deiner eigenen Rolle. Wie oft habe ich das gehört von Leuten? Ja, normalerweise mache ich sowas nicht. Oder, boah, heute war ich richtig produktiv. Ich war richtig im Flow. Ich weiß nicht, was los war. Aber heute habe ich voll viel hingekriegt. Und dann, oder manchmal bin ich in so einem Modus und dann, boom. Oder teilweise Leute, die normalerweise schüchtern und introvertiert sind. Und dann gibt es so Tage, wo sie so voll offen sind und es ihnen leicht fällt, mit Menschen zu connecten. Aber, es ist eine Ausnahme. Manchmal, in manchen Situationen, bist du sehr strukturiert. Aber so eigentlich bist du ein Chaot. Normalerweise bist du nicht geduldig. Aber in dieser einen Situation warst du in der Lage, jemandem zuzuhören, ohne in deinem Ego zu sein, ohne etwas persönlich zu nehmen. Aber das war eine Ausnahme. Guck dir diese Ausnahme mal an. Manchmal, ich habe das bei mir so oft gemerkt, war ich in der Lage, Sachen zu tun, in bestimmten Momenten, in anderen nicht. Und ja, da habe ich das analysiert. Ich sage sogar zu Leuten, schreib ein Essay, einen Aufsatz. Nimm dir diese Zeit. Viele Leute sagen so, ich habe keine Zeit, Sachen aufzuschreiben, mich selbst zu beobachten. Und du machst dieselben Fehler dein Leben lang wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Es gibt Leute, die bestimmte Sachen ändern wollen in ihrem Leben. Und die sind schon seit 8-9 Jahren, stecken sie in einer Dauerschleife. Immer wieder ein Jojo-Effekt. Sie gehen mal oben, sie gehen nach oben, kommen wieder runter. Sie nehmen ab und dann nehmen sie wieder zu. Sie machen ein bisschen Geld, dann verlieren sie wieder. Sie versuchen, du kommst nicht nach vorne. Du hast keine Zeit, dir keine Zeit zu nehmen. Du kannst es dir nicht erlauben, dir keine Zeit dafür zu nehmen. Wenn es eine Sache gibt, die wichtiger ist als alles andere, ist, dass du dich selbst verstehst und du dich selbst studierst. Du kannst Bücher lesen, du kannst von allen möglichen Leuten lernen, aber die Person, von der du am meisten lernen musst, bist du selbst. Weil so viel unbewusst passiert. Es wird dir bewusst, wenn du die Aufmerksamkeit darauf legst. Und jetzt gerade geht es darum, die Aufmerksamkeit auf das Positive zu legen. Und ich mache das regelmäßig. Und es gibt aber wirklich manchmal, hier sind so Wespen, die mich hier versuchen zu attackieren. Es gibt manchmal Sachen, wo ich wirklich merke, und das ist so wichtig, deswegen ist das Journal so wichtig, weil es passiert etwas und in dem Moment denke ich, wow, das war krass, das muss ich mir merken. Boah, da ist was gerade was richtig,
richtig Krasses passiert. Ich war im Kontakt mit jemandem und ich habe die richtigen Fragen gestellt oder ich habe den Zugang zu jemandem bekommen und ich merke so, wie ich in der Lage war, jemandem zu helfen auf eine Art und Weise, wie ich es niemals gemacht habe. Oder ich war, was auch immer es ist, du fällst manchmal aus deiner Rolle oder du bist in der Lage, eine Energie nach vorne zu tragen, wo die normalerweise nicht, oder es gibt etwas, was du schon so lange probierst und es klappt nicht und auf einmal merkst du, oh, es hat funktioniert. Ganz kurz nur. Aber es hat funktioniert. Ich war 1-2 Tage oder 1-2 Stunden in diesem Modus. Und dann bin ich wieder rausgekommen. Okay, egal, ich bin wieder rausgekommen, aber Moment mal ganz kurz. Was habe ich gemacht? Wie habe ich das gemacht, um in diesem Modus zu sein? Was kann ich tun, um es zu verbessern? Was kann ich tun, um es zu verlängern? Wie kann ich das greifen? Weil manchmal machst du Sachen richtig und du weißt gar nicht, was du gemacht hast. Und dann nehme ich mir diese Zeit. Weil sonst passiert wieder was anderes und ich habe es im Moment gemerkt, dass das etwas Wichtiges ist, aber dann bin ich wieder abgelenkt worden vom Leben und dann kommt dies, dann kommt das, dann habe ich wieder 5 Gespräche mit denen hier, dann habe ich wieder das gemacht, das und dann nach 2-3 Wochen oder irgendwann passiert mal wieder so etwas, wie so, oh, stimmt, den Gedanken hatte ich schon mal oder das ist mir schon mal aufgefallen und das stretcht sich einfach so über die Zeit. Das heißt, ich mache eine Pause, okay, cool, stopp. Manchmal, ich mache wirklich, ich nehme mein Handy, ich setze einen Timer, 50 Minuten, bumm, ungestört, nichts anderes als das. Es gibt nichts gerade was Wichtigeres als das. Und ich habe es niemals bereut, dass ich mir die Zeit genommen habe dafür, weil ich so viel entdecke und verstehe. Und wenn ich in der Lage bin, das nur ein paar Mal zu wiederholen und zu verbessern, habe ich so eine Lebensqualität, die nach oben geht. Ich kriege so viele Ideen, ich bin in der Lage, so viel Zeit zu sparen, so viel emotionale Energie zu sparen, mehr Geld zu verdienen. Es hat so viele Benefits, wenn man lernt, von sich selber zu lernen und es zu implementieren. So, und dann schreibe ich drauf. Ich schreibe drauf los. Okay, was ist passiert? Was waren die Umstände? Wie habe ich mich gefühlt? Wie viel Uhr war es? Was ist davor passiert? Was ist danach passiert? Was habe ich gemacht? Wie habe ich gedacht? Wie habe ich auf die Situation geguckt? Was glaube ich? Weil manchmal weiß ich nicht genau, was ich richtig gemacht habe. Aber ich kann versuchen, das zu analysieren. Okay, und dann finde ich das raus, merke so, krass, das ist das Umfeld gewesen. Ich war nicht abgelenkt. Ich hatte eine gute Energie. Manchmal merke ich, dass wenn ich die Geduld verliere oder wenn ich gestresst bin oder wenn ich Fehler mache, ist es, weil ich müde bin oder nicht genug gegessen habe oder zu viele Ablenkungen hatte, zu viele verschiedene Sachen gleichzeitig gemacht habe. Manchmal, wenn ich zum Beispiel YouTube-Videos filme oder zum Beispiel auf der Bühne war, habe ich gemerkt so, okay, was ist der Zustand, in dem ich bin, wo ich sage, es float einfach, es kommt einfach aus mir raus. Manchmal bin ich in diesem Dings, wo ich ein bisschen abgelenkt bin und es mir schwerfällt, bei einem Thema zu bleiben oder dass ich merke, meine Energie ist nicht so, wie ich sie haben möchte. Wie kann ich mich viel besser in den Flow reinbringen? Was sind Routinen, die ich kreieren kann? Was sind Strukturen, die ich kreieren kann um mich herum? Dass ich sage, ich habe ein Team, das bestimmte Sachen abblockt. Dass ich zum Beispiel keine Kommunikation habe mit bestimmten Leuten in einem bestimmten Rahmen. Und so habe ich für mich selber Routinen und Strukturen entwickelt. Und ich coache das auch. Jeder Einzelne, der bei mir im Coaching ist, ich sage dir nicht, das mache ich und mach das, sondern ich helfe ihnen, die Prinzipien zu verstehen, wie sie von sich selbst lernen können, weil jeder braucht ein anderes Umfeld, jeder hat andere Trigger, jeder hat eine andere Persönlichkeit, um für sich selber das Beste aus sich rauszuholen. Musst du dich erstmal selber analysieren. Du lernst nicht nur von deinen Fehlern, du lernst auch von deinen Erfolgen. Du lernst nicht von dem, was du falsch gemacht hast, sondern dem, was du richtig gemacht hast. Aber wie kannst du das zu einem Muster machen, was sich wiederholt? Ja, und das ist extrem machtvoll. Und dann verstehst du auch sehr viel über allgemeine Prinzipien. So, und dann, wenn man anfängt, sich selber zu beobachten, dann mit dem Wissen, was man dann von anderen bekommt, kann man dann wie so eine Art Puzzle die Elemente zusammenführen. Und dann rekreiert man es nochmal und merkt, oh, ja, das war's, das stimmt. Wenn ich in diesem Zustand bin, fällt es mir leichter. Wow, okay. Das heißt, nächstes Mal, wenn ich diese Tätigkeit habe, wenn ich das machen will, muss ich dafür sorgen, dass A, B, C, D, E ready ist. Und so habe ich plötzlich eine Struktur, eine Routine, ein Umfeld kreiert für diese Art von Tätigkeit, das mich unterstützt, das mich trägt. Weil oft ist, ich muss einfach nur gucken, dass ich nächstes Mal das besser hinkriege. Wie? Was muss ich genau machen? Es ist sogar viel leichter, von dem, was man richtig gemacht hat und seinen Erfolgen zu lernen, als von seinen Fehlern.
Weil wenn du einen Fehler machst, dann weißt du ja nur, was nicht funktioniert. Ich weiß, was nicht funktioniert, aber ich weiß immer noch nicht, was funktioniert. Das heißt, ich kann viele Sachen ausprobieren, probieren. Es ist wie wenn du im Labor bist und du machst Tests und du sagst, funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht. Das heißt, ich habe so viele andere Optionen, etwas so zu machen. Aber was ist, wenn ich etwas mache und es funktioniert nicht zu 100%, aber ich merke, oh, da ist ein bisschen was. Hey, stopp, lass uns da mal stehen bleiben und weiter in diese Richtung zu gehen. Weil ich habe doch jetzt einen Ansatz gefunden. Ja, du hast etwas Neues probiert. Und es hat nicht zu 100% funktioniert. Es soll gar nicht zu 100% funktionieren. Es kann gar nicht am Anfang zu 100% funktionieren. You don't have to be great to start, you have to start to be great. Du musst anfangen und du verbesserst es. Ich sage immer, Perfektionismus ist nicht, ich sehe es perfekt in meinem Kopf, ich mache es und es ist perfekt. Nein, du machst und dann passt du an und passt an und baust darauf auf. Aber worauf baust du auf? Du baust auf deine Erfolge auf, du baust auf das auf, was du richtig gemacht hast. Das, okay. Das war nicht gut, das werde ich nicht mehr machen, daraus muss ich lernen. Ich gehe natürlich darauf ein, was nicht funktioniert hat, was meine Fehler waren. Um es zu verbessern und es anzupassen, daraus zu lernen, zu sagen, okay, was werde ich nicht mehr tun. Aber vor allen Dingen, was hat denn geklappt? Was war gut? Wie kann ich es aufbauen? Wie kann ich es verändern? Wie kann ich es anpassen? Wie kann ich jetzt darauf aufbauen? Aber wenn ich das machen will, muss ich das doch analysieren. Um es zu analysieren, muss ich es wiederholen. Ich muss es wiederholen. Ich hole es wieder. Das heißt, ich gehe in die Vergangenheit. Ich gehe in die Situation und ich hole es wieder. Und jetzt fange ich an, ja, eine Art Konstrukt aufzubauen. Und jetzt wird es klarer und klarer und klarer. Und ich merke, okay. Und jetzt verstehe ich auch viel mehr, wenn etwas nicht funktioniert, warum es nicht funktioniert hat. Ich habe mich nicht daran gehalten. Alles klar, was kann ich tun, um wieder schneller in diese Mitte zu kommen, um wieder schneller in diesen Modus zu kommen. Und jetzt gehe ich viel schneller in die nächste Handlung rein. Weil ich frage mich, okay, welche Handlung macht am meisten Sinn? Was muss ich als nächstes machen? Was muss ich anpassen? Wen muss ich fragen? Wo muss ich hingehen? Diese ganzen Steps, die sind, um schnell wieder nach hier zu kommen. Wenn ich aber mich nur fokussiere auf dieses Negative, siehst du, schon wieder bin ich da. Schon wieder habe ich wusste es doch. Ich habe, ja klar, hat ein paar Wochen, ein paar Tage geklappt, aber jetzt ist es wieder raus. Ja, okay, das. Ja, wahrscheinlich wird das eh nicht klappen. So, und dann bleibe ich da drin und ich fokussiere mich da rein. Es gibt sehr viele andere Prinzipien, die man beachten muss, ja, aber das ist ein sehr wichtiges Tool, ein sehr wichtiges Element. Frag dich mal, wenn du auf deinen gestrigen Tag guckst oder auf deine gestrige Woche, nicht gestrige Woche, auf deine letzte Woche, die Woche, die zurückliegt, weißt du alles, was passiert ist? Führst du ein Journal? Was hast du alles richtig gemacht? Was hat alles funktioniert? Was war alles gut? Was war alles positiv? Versuch mal, in diesen Brainstorm reinzugehen. Ich behaupte, es wird sehr schwer sein, auf alles zu kommen, weil wenn eine Woche vergangen ist und du nichts aufgeschrieben hast und kein Journal führst, du wirst sehr viele Sachen übersehen. Das ist der Grund, warum wir die Fehler immer wieder dieselben Fehler machen. Immer wieder dieselben Muster machen. Und dann bestätigt man sich, dass er sagt, ja, ich kann das einfach, es ist einfach so, ich bin einfach so. Aber versuch's trotzdem. Schreib es einfach mal auf. Und guck dir mal an, ob es etwas gibt, was heraussticht. Irgendetwas, wo du sagst, so, ey, was ist, wenn ich das verbessern könnte? Was ist, wenn ich da noch etwas, ey, diese Wespen, ne? Wenn ich da darauf aufbauen könnte? Was habe ich da richtig gemacht? Wie habe ich das gemacht? Wie war ich in der Lage, das zu tun? Was hat mir geholfen? Und beziehe alles mit ein. Deswegen mache ich halt so ein Essay, wo ich wirklich sage, eine halbe Stunde setze ich mich hin. 50 Minuten setze ich mich hin. Blockiere das. Und gehe da rein. Wenn ich ein Event organisiert habe, wenn ich auf der Bühne war und es war super, alle haben mir gesagt, war super, okay, alles klar. Was habe ich richtig gemacht? Was hat den Leuten gefallen? Was hat am besten funktioniert? Wie kann ich darauf aufbauen? Wie kann ich das verbessern? Wie kann ich mich noch mehr in diesen Zustand versetzen? Und auf einmal fängt mein Gehirn an und jetzt baue ich darauf auf. Und was ist das, was mich da rausholt? Was ist das, was mir im Weg steht? Was ist das, was sind die Gründe für? Und dann gehe ich rein und sage, okay, die Organisation, die Struktur, die Routine, wie ich mich fühle, wie ich gegessen habe, wie das Team ist, wie die Menschen sind, wie dies ist, wie das ist. Und dann kann ich plötzlich mehr und mehr und mehr und mehr und mehr das anpassen. In allen Bereichen, im Marketing, in Sales, im Business, in Kommunikation, im privaten Bereich. Ja, egal, was mein Fitness angeht, was meine Gesundheit angeht, was Menschen in meinem Umfeld angeht. Was ist das, was ich richtig mache? Was ist das, was ich gut kann? Was ist das, was mir eigentlich sonst immer schwer fiel? Und ich sehe jetzt, dass ich aber einen kleinen Fortschritt gemacht habe. Das ist dieses Experiment.
das hat nicht geklappt, nicht geklappt, nicht geklappt, aber lass uns mal das hier rauspicken, auch wenn es nur 5% oder 10% waren. Wie kann ich darauf aufbauen? Das zeigt mir jetzt gerade eine Richtung an. Aber wir bleiben nicht lange genug drauf, um diese Richtung zu sehen. Alright? Also geh da rein. Wie kannst du von dem lernen, was du richtig gemacht hast? Schreib es dir auf. Nimm dir die Zeit. Du kannst es jetzt hören und sagen, na okay, macht Sinn. Cool. Aber was wirst du machen? Wissen es nicht machen, machen es machen. Also mach es einfach.